Freunde, weiter geht's. Ich hoffe, ihr habt in den letzten Folgen viel Spaß gehabt und den gleichen wünsche ich euch natürlich jetzt auch in dieser Folge. Wir haben die Monorail etabliert gehabt. Das bedeutet, wir werden jetzt hier ein großes Waldgebiet etablieren, und zwar hier in der Thornton-Region. Hier habe ich vor 3 Folgen bereits festgelegt, offline. Und zwar wird das hier dieser Bereich sein. So, das wird ein recht großes Waldgebiet werden, aber es soll ja auch was einbringen. Das Erste, was wir machen müssen, wir müssen natürlich genau abgrenzen, wo es lang laufen soll. So, dafür nehmen wir einfach hier die einfachste Straße, die ist Mittel zum Zweck, führen das hier geradeaus weiter. So, gucken wir mal. Können wir die hier so bauen? Wunderbar. Es war ein Pissbogen und das gefällt mir überhaupt nicht, also weg damit. Im Ganzen ist es auch nicht wichtig. So, das erste, was wir jetzt erstmal machen werden, wir werden hier den Hügel abflachen. Einfach weil wir es können. So. Wir noch ein bisschen anpassen, das Ganze. Straße anpassen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo läuft denn das neue Gebiet lang? Dort, wo die Allee endet. Also hier. So. Passt das ungefähr? Ja, es passt. Wunderhübsch. Bis ungefähr. Für unser Waldgebiet. Und passt es? Ja. Nichts passt, wackelt, hat Luft. Das ziehen wir ungefähr durch bis hierhin. Aber wir gehen nicht ganz drauf ein, wir gehen hier lang. Will ich dahin noch ein Stück, noch ein Stück? Fängt die ganze Sache wieder an. Okay, gut. Ach, wisst ihr was? Bams, ganz einfach. Ruhe im Karton und fertig ist die Sache. So, das wird unser Waldstück. Das müssen wir noch dementsprechend markieren. Nicht, dass jetzt hier irgendwelche Alpha-Rüden auf die Idee kommen, an der Straße lang zu laufen und überall hinzuschiffen. Markieren werden wir hier mit der Maus. Ist hygienischer. Stinkt auch nicht so. So. Überschüssiges Waldgebiet wird entfernt.
Ups, das war zu viel. Sehr schön. So, jetzt müssen wir die Ungleichheit natürlich wieder ein bisschen anpassen. So. So. So, das ist unser Waldgebiet. Was fehlt hier? Gut. Das müssen wir jetzt natürlich noch mit Bäumen befüllen. Da ist es relativ egal, was für Bäume wir nehmen. Das wird jetzt ein Geklicke werden. Klack, 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 klack. Sind die Förster. Wir forsten diesen Wald jetzt quasi auf, tun der Natur etwas Gutes, nur um sie später wieder abzusägen. Langsam wird einem der Finger lahm. Gucken, bringt es überhaupt was? Müsste es ja eigentlich. Später. Und schon haben wir wunderbar dieses Waldgebiet geschaffen. Und dann machen wir einfach weiter so. Umso dichter der Bewuchs ist, umso stärker ist natürlich das Waldgebiet, ist klar. Seht ihr richtig schön, wie sich das vergrößert, dieses Waldgebiet? Umso mehr Bäume wir setzen, umso stärker wird es. Und umso stärker wird dann auch später unsere Holzindustrie natürlich in diesem Bereich werden. Hier fehlt mir wirklich jetzt diese Mod, um unglaublich viele Bäume auf einem Klick zu setzen. Das geht so schön leicht. Da finde ich, könnte Paradox ruhig mal nachliefern. Würde auf jeden Fall das ein oder andere hier in dem Spiel leichter machen. Noch angenehmer. So. Jetzt wird es langsam dunkelgrün, das ist schon mal sehr schön. So möchte ich das gesamte Waldgebiet haben, einfach weil wir dann höhere Erträge haben werden, was die Bäume betrifft.
So, jetzt können wir wieder zurückwechseln. Was mir hier in dem Spiel auch ein bisschen fehlt und was andere Städtesimulatoren vorher schon hatten, war der automatische Wildwuchs. Das heißt, wenn man einen Baum gesetzt hat, hat er sich im Laufe der Jahre selbst reproduziert. Das heißt, durch die Samenbestreuung wurden es mehr Bäume, bis es schließlich ein Wald wurde. Das fehlt mir in dem Spiel ein bisschen. Das wäre auch angenehm. Oder Jahreszeiten. Ja, das wäre auch schön. Es würde auch mal konform laufen mit der Heizung, die wir ja etabliert haben. So. Noch eine andere Baumart. Oh, wir sind wieder im Minus. Das bedeutet, wir haben wieder Nacht. Ich habe immer noch keine Idee, warum nachts das runtergeht. Aber ist auch egal. So, das ist unser Waldgebiet. Nicht schön, aber praktisch. Gucken, können wir da vielleicht auch noch den einen oder anderen Busch setzen? Würde das was ändern? Hohe Vegetation. Nö, würde nichts ändern. Lassen wir dann einfach. Sehr schön, das ist unser Waldgebiet, unser neues, wo dann alles dementsprechend Einklang finden wird. So, die Verschmutzung hält sich auch in Grenzen, sehr schön. Jetzt werden wir natürlich noch festlegen, etwas, was ich vorher gar nicht gemacht habe. Einbahnstraße. So, und zwar werden wir hier den Verkehrsfluss geregelt. So, hier die HW-Straße kommt weg. Ich möchte nämlich nur diesen einen Zugang haben. So, die Jackson-Allee, Jackson 5. Gut. Hier brauchen wir jetzt natürlich, wie immer, der Bereich, wo das Hauptgebäude hinkommt. Jetzt mal hier ungefähr die Hälfte. Ja. Ungefähr hier die Hälfte. Da, das ist der Bereich für das Hauptgebäude. Entschuldigung, der musste jetzt einfach raus. So, und auch hier. Hier wird er rein. Und da führt er raus. Dann können die hier reinfahren, so rumfahren und da raus. Und hier ist einfach nur die normale Hauptstation. Gut. Forstwirtschaft. Forstwirtschaftshauptgebäude. Da haben wir es.
So, ausschalten. Wir müssen ja jetzt erstmal natürlich noch Strom und Wasser hier hinlegen. So, Wasser haben wir hier. So. Machen wir das auch direkt richtig. Und schon haben wir den gesamten Bereich wunderbar abgedeckt. Sehr schön. Und das ist weg. Diese Zwischenverbindung kann dann auch weg. Genauso wie die hier. Und genauso haben wir es jetzt hergestellt. Na hübsch. So, das muss natürlich noch alles mit Strom verbunden werden, ist klar. Haben wir da irgendeinen kleinen hübschen Park, den wir da reinsetzen können? Genau da setzen wir den Park hin. Direkt daneben. Polizia. Und da wir im Waldgebiet sind, direkt eine Feuerwehr. So, Stromversorgung. Ja, ich hätte es schön gefunden, wenn das jetzt hier rüber gegangen wäre. Nur 3 Milliwatt. Also es ist ein bisschen arg wenig. Jetzt mal direkt da noch einen kleinen Park hin. Ach was, wir nehmen einfach den Park und schieben den darüber. So. Und schon haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, hier jetzt Strom langlaufen zu lassen, damit das Gebiet unter Strom steht. So, und das machen wir hier lang. Das wäre schon zu schön gewesen, um wahr zu sein. Sehr schön. So, jetzt kriegen die auch gleich Strom. Da haben wir sie. Was sagt die Uhrzeit? 19 Minuten 33. Gut, dann werden wir hier an dieser Stelle jetzt eine kurze Pause einlegen. Kamera lasse ich aus, dafür ist es jetzt zu dunkel. Und das Licht ist gerade am Laden. Gut, ich hoffe, Freunde, dass es euch gefallen hat. Diese Wasserzähler, ja, sind toll, ich weiß. Unsere Kirche ist klasse. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch bei der nächsten Folge von City Skylines wieder mit dabei sein werdet. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht es gut. Ciao, ciao.